Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute gibt es wieder ein neues Video in alter Frische. Heute zeige ich euch den Battle Pass aus der Season 4. Wir werden ihn komplett durchkaufen. Ich werde euch alle Charaktere zeigen. Ich werde euch alle Dance Moves und neue Hängegleiter. Ich werde euch alles zeigen. Ich habe nur ganz kurz mal einen Blick drauf geworfen. Habe aber noch nicht angeguckt, was es alles gibt. Also was man alles freischalten kann. Ich bin gerade erst aufgestanden. Man kennt ihn, Digga. Wir gehen mal rüber zum Battle Pass. Also der Hintergrund als allererstes sieht schon mal richtig lecker aus. Da haben wir hier den neuen Charakter hier. Auf Englisch heißt der Carbide. Der gefällt mir schon mal optisch sehr gut. Der Battle Hawk, den kriegt man auch direkt am Anfang. Dann haben wir hier noch, was haben wir hier noch? Eine neue Spitzhacke. Ein neuer Rucksack. Mit Level 10. Oh, ich bin gespannt, was da noch kommt, Digga. Dann haben wir hier... geil, Digga. Auch eine neue Animation, wenn man runterfliegt. Eieiei, die sieht ja aber auch hot as fuck aus. Oh, die hat auch wieder einen geilen Arsch, Digga. Gibt's mit Level 23. Also ein Battle Pass Level 23. Gefällt mir. Sieht, also bis jetzt alle Charaktere fand ich nice. Jetzt haben wir hier als neuer Dance Move. Wow. Hammer. Geil, Digga. Schmeckt. Gefällt. Hier noch was Neues. Geil, Digga. Geil, Digga. Das gefällt mir sehr gut. Schmeckt. Was haben wir hier noch? Da haben wir noch... neue Animation, wenn man runterfliegt. Spray Paint. Ah, das... Also... Gefällt mir gerade sehr gut. Auch die Olsch eben war schon ein bisschen so Graffiti-Style. Und das ist auch so ein bisschen Graffiti. Gefällt mir. Neuer Hängegleiter. Sieht auch... Sieht geil. Ja, doch. Sieht so wie die Spitzhacke eben aus. Was haben wir hier noch? Auch neue Hintergründe. Finde ich auch. Sieht richtig nice aus bis jetzt. Oh, Zoe. Oh, Digga. Oh, warum hat denn Zoe so einen Flacharsch in der Hose? Mann, die hat einen dicken Booty gebraucht. Ah, sieht auch schon cool aus. Von denen, die ich bis jetzt gesehen habe, gefällt sie mir am allerwenigsten so. Irgendwie die Haare finde ich absolut ein Abturn. Hier noch eine neue Spitzhacke, ein Lollipop. Das war es komplett, Digga. Sieht geil aus. Was haben wir hier noch? Da haben wir nochmal, so ein Blitz im freien Fall. Neuen Dance Move. Respekt, also ein auf, ja, China-mäßig, keine Ahnung, Digga. Neuer Rucksack. Ugly as fuck, aber gut. Kann ja nicht alles gefallen. So, was haben wir hier noch? Sah gerade so aus, als wenn er zustoßen würde, wie beim Sex machen. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. Was haben wir hier? Okay. Was haben wir hier noch? Oh, mit Herzen, okay, ja, nee, was haben wir? Oh, der Wailer, die sieht, ist so ein Superman. Oh, nein! Sieht schon, hat was. Sieht schon extrem sexy aus, finde ich. Ja, doch, gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Erster Eindruck gefällt mir gut. Dann haben wir hier noch, den Kampfhund, ja moin. Was haben wir hier noch? Neuen Hängegleiter nochmal. Okay. Aha. Das sieht geil aus, Digga. Im freien Fall. Squad Leader. Der gefällt mir auch sehr gut. Mit den Tattoos am Arm. Hat was. Simpel, aber Niceness. So, was gibt's hier noch, Digga? Oh, der sieht geil aus, der Hintergrund. Der Raven-Hintergrund. Groove Jam. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. Ich bin hyped, Alter. Hammermäßig. Und jetzt haben wir den 100er, den alle sehen wollen. Oh, Digga, der sieht heftigst aus. Holy shit. Der sieht heftig aus. Ich werde jetzt mal kurz alles durchkaufen. Der eine wird es jetzt feiern, der andere nicht. Ich werde aber alles jetzt kaufen. Ich habe keine Lust mehr, das zu erspielen. Und dann zeige ich es euch gleich nochmal im Real Life, wollte ich schon sagen. Dann zeige ich es euch gleich nochmal richtig. So, also wir haben jetzt komplett durchgekauft. Oh, Digga, ich bin hyped as fuck. Der sieht schon heftig aus, ne? Er sieht schon echt heftig aus, aber er hier, er toppt einfach alles. Alter, sieht der knackig aus. Der gefällt mir richtig gut.
Ich würde sagen, den spiele ich auch ohne irgendwas auf dem Rücken. Er sieht schon heftig aus. Der gefällt mir schon sehr gut. Gucken wir nochmal, was bei Spitzhacken neu dazugekommen ist. Da ist jetzt nicht wirklich so viel dazu gekommen. Nur dieser scheiß Lolli-Stick oder was? War nur eine Spitzhacke in dem Battle Pass? Oh gut, okay, eine Spitzhacke. Hier haben wir noch Hängegleiter, zwei Stück. Okay. Hintergründe sind ja auch noch neue. Ah, sieht auch schon cool aus, aber ich werde definitiv den Raven-Hintergrund nehmen. Ich zeige aber mal alle. Der ist noch dazugekommen. Der, der und der. Ja, gut. Ah, der ist noch dazugekommen. Und der Teddy sieht auch cool aus. Der sieht aber, der Raven wird alle, also ja. Das sind Bilder, die wurden auch zwischenzeitlich schon bei Twitter gepostet. So, das sind jetzt die neuen Fluganimationen nochmal. Gefällt mir persönlich, glaube ich, der am besten und der Graffiti. Ja. Boah, ich bin hyped, Alter. Ich bin gespannt, was ihr davon so haltet. Was ihr mir in die Kommentare schreibt. Wir haben ja auch nochmal die neuen Dance Moves. Die kann ich euch nochmal gerne zeigen. Ja, sind schon. Der Popcorn, den finde ich schon lustig, Digga. Und der. Also. Den finde ich heftig, Digga. Den finde ich wirklich heftig. Das ist immer noch der Beste. Woo! Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare, was ihr von der Season 4, von dem Battle Pass haltet. Und in dem Sinne würde ich einfach sagen, lasst euch gut gehen, wiederschauen und reingehauen.